Und überhaupt Mittagessen ist auch wichtig. Wir werden uns gleich damit beschäftigen. Ne? Musst du ja wissen, was du einkaufen gehst. Wenn du aber ins Restaurant zum Essen gehst, möchtest du ja auf jeden Fall satt werden. Bei ganz teuren Restaurants weiß man, da guckt man manchmal, muss man mit der Lupe gucken. Aber Spaghetti Bolognese möchte man doch wirklich eine ordentliche Portion auf dem Teller haben. Wie ist es eigentlich, wenn nicht genug drauf ist? Kann man überall immer sagen, ich hätte gerne einen Nachschlag? Ich finde das total die Unverschämtheit. Nee, sie schließen. Wie reagieren Gastronomen, wenn ein Kunde nach einem Nachschlag verlangt? Spaghetti Bolognese, eines der Lieblingsgerichte der Deutschen. Wir lassen uns heute vom Kölner Bolognese-Guru David Giglio erzählen, wie schwer die perfekte Portion im Restaurant sein soll. Denn er weiß es hundertprozentig. Er bereitet im Jahr ca. 10.000 Portionen zu und bei ihm werden alle Menschen glücklich und satt. Also, die perfekte Spaghetti Bolognese hat mindestens 450 bis 500 Gramm. Alles, was da drunter ist, ist ein No-Go. Bewaffnet mit einer Waage und großem Hunger machen wir uns in Köln auf die Suche nach der perfekten Portion Spaghetti Bolo. Das erste Restaurant. Hier kostet die Portion im Mittagstisch gerade einmal 5 Euro. Wie viel bringt sie auf die Waage für diesen Schnäppchenpreis? Die Portion hat tatsächlich 576 Gramm. 576 Gramm sind mehr als genug. Doch wie reagiert der Gastronom, wenn wir ziemlich dreist nach mehr verlangen? Ich habe jetzt mal ganz kurz nachgewogen. Das sind leider jetzt nur 576 Gramm. Ich könnte ja vielleicht noch ein bisschen mehr bekommen. Das ist ja jetzt nicht ganz so viel. Wäre das möglich? Wir sagen es. Ich habe mal gewogen, ja. Dachte so. Wenn ich noch einen Schuss Soße da oben vielleicht drauf bekomme, das ist super lieb von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Trotz eines skeptischen Blicks wird Bolognese nachgelegt, obwohl die Portion absolut ausreichend war. Wir geben uns dem Wirt zu erkennen. Was haben Sie gerade gedacht, als ich da die Waage ausgepackt habe und nachgemessen habe, wie viel Gramm die Nudeln haben? Also ich habe gedacht, also auf gut Deutsch, Sie wollen mich verarschen. Sie haben ja trotzdem total cool reagiert und haben mir nochmal mehr Soße draufgepackt. Ich mache das seit meinem 13. Lebensjahr. Wir sind Familienbetrieb. Wir machen 40 Jahre Gastronomie in Köln und der Gast steht an erster Stelle. Wir testen heute, wie reagieren Wirte, wenn man Nachschlag will. In einem chinesischen Imbiss verlangen wir erneut die perfekte Portion Spaghetti Bolognese. Wieder wiegen wir nach, wie viel hier für 5,30 Euro auf dem Teller landet. 736 Gramm. Zur Info, der Kölner Bolo-Guru David Giglio legt die Latte niedriger. Die perfekte Spaghetti Bolognese hat mindestens 450 bis 500 Gramm. Alles, was da drunter ist, ist ein No-Go. Dennoch fragen wir nach mehr, denn uns kommt es auf die Reaktion des Wirts auf die dreiste Nachfrage an. So, Michel, eine kurze Frage. Ich habe mal nachgewogen. Das sind ja jetzt nur so 735 Gramm. Das ist ja, zu klein. Ja, also ich kann uns, wenn ich jetzt erstmal essen würde, wenn es später zu wenig ist, könnte ich da noch mehr nachmachen. Das ist bei uns schon Großportion. Kann ich noch mehr geben. Der Wirt reagiert angemessen auf die Frage nach mehr, denn seine Portionen sind wirklich riesig. Wir lösen die Situation auf. Sie haben jetzt halt zu wenig. Nicht immer ist die Reaktion so gelassen, wenn ein Gast nach mehr verlangt. Im nächsten Restaurant liegt das Gewicht der 7,90 Euro Portion bei 460 Gramm. Angemessen ist das Gewicht des Tellergerichts an sich schon. Was aber passiert, wenn unser Reporter mehr will? Weil das sind ja nur 460 Gramm. Ja. Eigentlich so 500 Gramm wären schon gut. Und richtig, wirklich viel Fleisch ist da auch nicht dabei. Könnte ich da vielleicht so ein bisschen was mit mehr Fleisch bekommen? Das ist doch jetzt wohl ein Scherz. Nee, das mache ich nicht. Sie können gern gehen von meiner Seite aus. Sie wollen mich jetzt hier rausschmeißen? Aber hallo, Sie gehen ganz schnell und Sie besuchen meinen Laden bestimmt niemals wieder. Unser Test. Wie reagieren Gastronomen auf den Wunsch nach Nachschlag? Wir geben uns zu erkennen. Warum waren Sie denn jetzt so unfreundlich zu mir? Das ist doch nicht mehr normal. Nee, schließen Sie mal. Entschuldigung, lassen Sie mal die Kamera in Ruhe. Ist Ihnen das jetzt unangenehm? Nee, auf keinen Fall, weil Sie mein Gast waren, ja? Ich finde das total die Unverschämtheit. Nee, Sie schließen. In allen von uns getesteten Läden haben wir zwar immer eine ausreichend große Portion bekommen, das ist top. Doch die Reaktionen auf den Wunsch nach Nachschlag waren zum Teil wenig gastfreundlich. Obwohl in der Gastronomie ja eigentlich gilt, der Kunde ist König.